Am Samstag, dem 27. September, fand am Hauser Kaibling die erste Helikopter-Golf-Trophy statt. Zu diesem spektakulären Event trafen sich Golffreunde aus dem In- und Ausland, um die Hauser Kaibling Krummholzpiste zu einer Golfspielbahn umzufunktionieren. Die Organisation hat dabei keine Kosten und Mühen gescheut, um für die schon sehr gespannten Golfspieler einen möglichst perfekten Ablauf zu gewährleisten. Check, check. Mit dem Helikopter ging es für die Teilnehmer hinauf bis zum Sender, wo sich der Abschlag für Loch 1 befand. Mit von der Partie auch der bekannte Skirennläufer Stefan Görgel, der die Gelegenheit nutzte, diesmal am Kaibling seine Schläge zu perfektionieren. Insofern die Wetterverhältnisse es zuließen, gab es beim Aufstieg einen kleinen Abstecher rüber zum Dachstein. Sir, ladies and gentlemen, now we proudly present Non Plus Ultra. Morgen war so eine Bude, aber ich glaube, das ist ein Tempel. Gespielt wurde über die gesamte Distanz der Hauser Kaibling Skipiste über 18 Loch mit einer Länge zwischen 50 und 250 Meter bis hinunter ins Zielstadion. Die erste Spielbahn bot noch ein erschwertes Handicap durch die Schneeauflage und ab der zweiten Spielbahn bis ins Tal war der Weg frei fürs Golfvergnügen. Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Beim Kulmhofer gab es Spanferkel, auf der Schmiedhütte wurde Kaiserschmarrn serviert und beim Dirkler gab es traditionelle Krapfen und Schnaps. Diese Richtung 20 Meter. Aber ich sicher noch. Nach etwa 6 bis 7 Stunden Spielzeit gelangten die Teilnehmer, glücklich, aber sichtlich erschöpft, zu den letzten Schlägen im Zielstadion. Es ist sausteuer runtergegangen. Alles dem Blödsinn nur noch einfallen, dann kommen wir wieder. War das Beste. Es ist ein wunderschöner Kurs, also sensationell. Ich glaube, das könnte zu einer Institution werden, diese Veranstaltung.
Somit steht einer Neuauflage der Helikopter-Golf-Trophy am Hauser Kaibling nichts mehr im Weg. Prost, 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 Prost.